Hallo zusammen, heute begrüße ich euch zu einem Drogerie-Look, also zu einem Make-up, was ich heute trage, welches ich ausschließlich mit Produkten aus der Drogerie geschminkt habe. Es sind für mich viele neue Produkte dabei, die ich heute zum ersten Mal verwendet habe. Viele davon durfte ich mir mitnehmen auf dem Cuticolor-Event, auf dem ich war. Dazu gibt es auch ein Video, das schreibe ich euch gerne unten in die Infobox mit hinein. Da durfte ich mir ein paar Produkte mitnehmen von Astor, von Manhattan, die ich heute hier verwende. Ich zeige es euch Schritt für Schritt. Ich habe mich ja gerade damit geschminkt, beziehungsweise heute Morgen, es ist jetzt schon ein paar Stunden her, seit ich das aufgetragen habe. Bin aber bis jetzt ganz zufrieden und ich würde sagen, wir starten mit dem, was ich zuvor aufgetragen hatte. Als Primer habe ich wie immer mein Milk of Magnesia von Philips verwendet. Das ist dieses Produkt hier eigentlich ein Magenmittel. Für mich funktioniert es erstklassig jetzt im Sommer als Primer. Es macht das Make-up länger haltbar. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, schaut euch gerne meine Foundation-Routine an. Auch die verlinke ich euch unten in die Infobox. Dann habe ich ein für mich neues Make-up verwendet. Das ist von Maybelline. Fit Me Matte and Poreless, so heißt es. Ich habe hier die Farbe 220 und auch das habe ich jetzt schon ein paar Mal verwendet und bin sehr zufrieden. Ich finde, das macht tatsächlich ein bisschen feinere Poren. Ich finde, die Farbe passt mir erstklassig. Das hat so einen leichten Gelbstich mit drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und als Puder habe ich das Ellen Beatrix Lose Puder verwendet, das ich mir neu gekauft habe bei Rossmann mit 10% Rabatt. Das ist also ein loses, transparentes Puder, mit dem ich gebacken habe. Also mit einem Beauty Blender habe ich das ganz dick aufgetragen und nachher mit einem Pinsel wieder abgenommen. Meine Augenbrauen habe ich heute mit einem Duo gemacht. Einmal mit einem Stift von Rival de Loop. Den seht ihr hier. Damit habe ich mir so ein bisschen die Form gegeben. Und dann bin ich mit einem Puder-Duo von Manhattan drüber gegangen. Ihr findet die Produkte auch nochmal alle unten aufgelistet. Also alles, was ich euch heute erzähle, steht unten auch nochmal in der Infobox. Da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Mein Augen-Make-up habe ich heute begonnen mit diesen neuen Stiften hier von Astor. Die heißen Astor Perfect Stay Smoked Duo. Ein Eyeshadow und ein Liner ist dabei. Auf der einen Seite, also erstmal gibt es fünf Farben davon. Es gibt einmal Smoky Purple, Smoky Brown, Smoky Black und Smoky Blue. Hier seht ihr die Farben auch nochmal im Swatch, habe ich extra für euch aufgetragen. Ich habe mich heute für Smoky Brown entschieden, wobei ich finde, dass die Lidschattenseite so ein bisschen kupferfarben aussieht. Sieht man, glaube ich, auch auf meinen Augenlidern. Da habe ich also tatsächlich zuerst mal die Seite verwendet, die Lidschattenseite quasi, und habe mir das komplett auf das bewegliche Augenlid aufgetragen. Das hat natürlich ein bisschen harte Kanten, da habe ich dann einen etwas fester gebundenen Pinsel genommen. In dem Fall von Kiko, die Nummer 213, und habe das so ein bisschen am Rand ausgeblendet. Das hat super funktioniert. Mir gefallen diese Stifte sehr gut, weil ich finde, dass es damit recht einfach geht. Ich mag ja grundsätzlich ganz gerne Lidschattenstifte. Vor allen Dingen im Alltag, wenn es schnell gehen muss, mal eben so draufmalen quasi, ein bisschen ausblenden. So könnte es im Grunde genommen auch schon bleiben. Aber in dem Fall habe ich jetzt noch eine neue Eyeshadow-Palette dazu genommen. Die ist von Manhattan und heißt Eyemazing Nudes Eyeshadow-Palette. Da sind ein paar matte Farben drin und ein paar schimmerige Farben. Ich mag die Farben sehr gerne. Und ich habe mich hier für einen Ton entschieden, um den Eyeshadow Stick nochmal auszublenden in der Lidfalte. Das habe ich mit einem großen Blendepinsel gemacht, ebenfalls von Kiko, die Nummer 200. Und dann habe ich mir noch den hellsten Ton aus der Palette geschnappt und habe mir den direkt unter die Augenbrauen gesetzt und auch nochmal in den Innenwinkel, um das Ganze so ein bisschen aufzuhellen. Und danach bin ich in die dunkelste Farbe gegangen, die hier ganz außen zu sehen ist, und habe dann nochmal mit einem Lidschattenpinsel hier den äußeren Rand von meinem Augenlid draufgetupft, also betont quasi, und habe das auch nochmal ausgeblendet. Einfach damit ich so ein richtig schönes Augen-Make-up zaubern kann, so wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Diese Zusammenstellung gefiel mir jetzt total gut und ich wollte halt eben auch die Palette hier testen. Gefällt mir wirklich gut, die ist ganz anständig pigmentiert, die Farben sind toll. Ja, und insgesamt gefällt mir das Augen-Make-up sehr gut. Ich habe dann noch einen Eyeliner benutzt, ebenfalls ein neuer, auch wieder von Astor, der Perfect Stay Fountain Pen Eyeliner. Der hat eine ganz interessante Stiftform hier vorne. Da ist nämlich so ein kleines Loch drin und man kann ihn halt drehen. Man kann einmal ganz fein damit malen, aber auch ein bisschen breiter. Ich bin damit jetzt sehr gut zurechtgekommen. Ich konnte wirklich ganz exakt genau am Wimpernkranz entlang malen, ganz problemlos. Auch so zwischen die Härchen bin ich damit gekommen. Ich habe jetzt mit Absicht keinen Wing gemacht, sondern ich wollte einfach nur den Wimpernkranz damit verstärken. Bin bisher sehr zufrieden, obwohl ich noch nichts dazu sagen kann, wie lange der jetzt hält, also ob der schnell austrocknet oder so. Aber in der Hand Handhabung ist der auf jeden Fall schon mal sehr toll. Mit der anderen Seite von diesen Perfect Stay Linern, also mit der Kajalseite sozusagen, bin ich dann nochmal hingegangen und habe mir am unteren Wimpernkranz nochmal hier was hingemalt und habe das einfach dann mit einem abgeschrägten Pinsel so ein bisschen verwischt. Ich finde, das sieht ganz gut aus und ich denke auch, das hält recht lange. Also es hält jetzt schon relativ lange. Ich habe mir die obere Linie damit angemalt und die untere Wasserlinie und dann auch nochmal so zwischen die Härchen und das alles, wie gesagt, mit dem Pinsel nochmal so ein bisschen verwischt. Ich fand das sehr schön und ich mag diese Stifte hier ganz gerne.
wirklich. Also Lidschatten und Kajal so in einem finde ich sowieso recht praktisch. Und die Farben sind auch wirklich schön. Also wenn man sich die anguckt, ich denke, da ist für jeden was Passendes dabei. Bei der Mascara war ich mir uneins. Ich wollte unbedingt diese hier verwenden. Die ist von Astor. Das ist die Eye Opener Ultra Black Big and Beautiful Mascara mit einem sehr großen Bürstchen. Für meinen Geschmack ein bisschen zu groß. Ich habe es trotzdem ausprobiert an meinem rechten Auge. Von euch aus gesehen links habe ich mir die Mascara aufgetragen. Das war jetzt der erste Auftrag. Das ist bei vielen Mascaras etwas schwierig. Das heißt, die geben dann noch nicht so viel Farbe ab und zeigen noch nicht richtig, was sie können. Das dauert meistens so 3, 4, 5 Mal benutzen. Dann kommt es erst. Also das heißt, ich musste hier recht viel arbeiten, um so einigermaßen ein Ergebnis zu erzielen, was mir gefallen hat. Und ich habe auf der anderen Seite einfach mal eine andere Mascara ausprobiert, ebenfalls eine neue. Das ist die Manhattan Super Curler Volume and Curl Mascara. Hier gefällt mir das Bürstchen ein bisschen besser. Das ist so ein bisschen gebogen wie eine Banane. Und damit habe ich mein linkes Auge getuscht, also von euch aus das rechte. Und hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Auch die jetzt in der ersten Anwendung macht mir nicht genug. Also mir fehlt da bei beiden Farbe, Schwung, Länge. Das ist also noch ein bisschen ausbaufähig und deswegen habe ich die beiden einfach gemischt und habe dann die Astor Mascara hier nochmal drüber und die Manhattan Mascara hier nochmal drüber, bis ich das so einigermaßen hinbekommen habe, wie es mir jetzt persönlich ganz gut gefallen hat. Ich werde die weiter testen, werdet da bestimmt nochmal was von hören. Mal gucken, wie die sich so entwickeln. Kommen wir zu Contour und Highlight. Da habe ich dieses Schätzchen hier verwendet. Auch das durfte ich mir mitnehmen bei Manhattan. Da ist also ein Highlight-Puder drin, ein Bronzer oder Contouring-Puder, wie es hier drauf steht, und ein Blush. Ich habe die Nummer 002 Summer in Barbados, so heißt dieses Contour-Kit. Es gibt noch eine hellere Variante. Ich habe natürlich die dunklere genommen, weil ich ja auch ein bisschen dunklerer Typ bin. Und ich habe mir als erstes mal mit einem dicken Pinsel von Real Techniques, den habe ich so ein bisschen zusammengedrückt, sonst hätte der hier nicht reingepasst, die Bronzerfarbe damit aufgenommen und habe mir den einfach so als leichte Kontur hier an die Wange gesetzt. Und ich war überrascht, wie gut das funktioniert hat. Ich war mir erst unsicher. Ich denke, na, hat der vielleicht so Glitzerpartikel drin oder so? Oder ist der mir vielleicht zu hell? Aber nein, der ist total matt, hat also keine Glitzerpartikel enthalten. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt auch Stirn damit gemacht, mit einem kleinen Pinsel dann nochmal die Nasenkontur so ein bisschen nachgezogen. Da war ich wirklich sehr zufrieden jetzt mit diesem Bronzer-Produkt bzw. Contouring-Produkt. Ich finde die Farbe auch ganz schön. Ihr könnt es sehen in den Aufnahmen. Gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich einen anderen Pinsel genommen und habe mir das Highlight damit aufgetragen. Hier muss ich sagen, auch das ist sehr schön, aber für mich ein bisschen zu dezent. Das ist so für den Alltag total ausreichend. Kann man so ein bisschen mit Highlighten hier auf der Wange. Ihr könnt das Ergebnis auch jetzt sehen. Es gefiel mir sehr, sehr gut im Auftrag, aber für mich ein bisschen zu schwach, sagen wir es mal so. Ich würde dann immer noch mal einen Highlighter drüber geben. Das habe ich hier auch getan. Ich zeige euch auch gleich welchen. Und dann habe ich noch den Blush aufgetragen. Der ist schwach pigmentiert und das finde ich aber gut, weil dann kann man sich das aufbauen. Man geht also nicht mit dem Pinsel rein, macht so und hat sofort so ein rosa Böllchen hier, sondern man kann das wirklich so ein bisschen aufbauen auf beide Seiten. Wenn man mag, noch mal ein bisschen was nachnehmen. Ich finde, das macht ein schönes, frisches Ergebnis auf die Wange. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Einzig der Highlighter hat mir halt nicht ausgereicht und da habe ich einen Lidschatten verwendet, die Nummer 810 von Astor. Das ist so ein Champagnerton. Da bin ich einfach mit dem Ringfinger noch mal reingegangen. Ist halt so ein Mono-Lidschatten und habe mir den noch mal zusätzlich hier als Highlight hingesetzt, damit er halt noch ein bisschen mehr strahlt. Das hat mir dann insgesamt ein bisschen besser gefallen. Aber grundsätzlich bin ich von dieser Palette wirklich begeistert. Ich hätte sie mir wahrscheinlich nie gekauft, aber jetzt, wo ich sie testen konnte, Hut ab. Das habt ihr gut gemacht, Manhattan. Zum Schluss noch die Lippen. Ich habe mir heute hier von Astor die Soft Sensation Lip Color Butter Supreme Care, also ein sehr pflegendes Produkt in der Farbe 035 Coco Nude aufgetragen. Das gefällt mir sehr gut. Es ist sehr pflegend für den Alltag. Man kann sich den immer wieder drüber geben. Die riechen unheimlich gut. Ich mag die super gerne. Und ich finde, das harmoniert auch mit dem Gesamtlook und macht sich im Alltag wirklich gut. Und gleichzeitig pflegt man die Lippen halt dann noch. Ich wollte aber auch gleichzeitig etwas anderes ausprobieren. Und zwar habe ich mir als zweite Variante dieses Drogerielooks nochmal von Astor einen Perfect Stay, so einen Lippenstift, der super lange haltbar ist, aufgetragen. Und zwar in dieser Farbe hier. Die Farbe heißt 221 Teasing Coral, also ein richtig relativ grelles Orange. So eine richtige Knallerfarbe. Ich habe mir also erst diese Farbseite aufgetragen und habe dabei festgestellt, dass sie so ein bisschen Streifen zieht. Das gefiel mir nicht ganz so gut. Man kann mit dem Applikator zwar gut arbeiten, aber sie hat zum Beispiel mein Mal hier auf der Lippe, ich weiß nicht, ob man das sehen kann in den Aufnahmen, nicht hundertprozentig abgedeckt.
Trotzdem habe ich es so gelassen, habe dann so ein bisschen gewedelt. Es dauert so 2, 3 Minuten, bis es so richtig angetrocknet ist. Und dann wird es auch ein bisschen unangenehm auf der Lippe. Dafür ist aber die zweite Seite da. Das ist eine pflegende Seite. Die gibt man sich dann also nochmal da drüber. Dann hat man so einen Feuchtigkeitsboost und gleichzeitig so einen Schimmerglanz oben drüber. Das muss man dann auch immer wieder wiederholen im Laufe des Tages. Ich habe mir das im Laufe des Tages dann abgenommen, weil es mich genervt hat und bin wieder zurück zu der Lip Color Butter, weil die einfach pflegender ist und für mich jetzt schöner wirkte. Aber ich finde auch die knallige Variante gar nicht schlecht. Und wenn ihr mich jetzt in den Aufnahmen reden seht, wundert euch nicht, ich habe diese Aufnahmen schon mal gemacht, direkt heute Morgen, nachdem ich mich geschminkt hatte und hatte vergessen, den Ton anzuschalten. Was soll ich sagen? Deswegen musste ich das halt jetzt am Nachmittag nochmal wiederholen, sozusagen. Ja, da bin ich am Ende angelangt mit meinem Drogerie-Look. Ich hoffe, der Look gefällt euch und ihr konntet das ein oder andere Produkt entdecken, ein bisschen besser kennenlernen vielleicht, weil man das dann im Auftrag sieht. Das finde ich eigentlich immer ganz hilfreich, wenn man sich vielleicht für das ein oder andere interessiert. Oder habt ihr vielleicht schon eins von den Produkten? Möchtet mir dazu was sagen? Schreibt das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich wie immer darauf. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir auch auf meinen anderen Social-Media-Kanälen folgt, wie immer. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.